Hallo meine lieben Zuschauer, freut mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt, eine weitere Folge LSPDFA. Warum da im Hintergrund so viele Sirenen sind, weiß ich auch nicht. Ich habe leider ein bisschen zu oft auf Beta EMS gedrückt und wollte eigentlich nur testen, ob das wieder alles funktioniert, was es auch tut. Und jetzt ist hier ein bisschen Action. Soll mich aber nicht weiter stören, so soll es ja auch sein. Action wollen wir gerne haben in LSPDFA. Und die Feuerwehr müsste ja auch irgendwo sein. Wie ihr sehen könnt, heute Polizei... Heute spielen wir im LSPDFA mal Polizei. Nein, heute spielen wir mal Motorradkopf wieder. Habe ich richtig Bock gehabt. Und zwar auch mit einem sehr geilen Motorrad. Hier eine BMW. Ihr seht auch Proud to Surf. Irgendwas steht hier auf der Seite drauf. Wir haben eine sehr geile Sirene. Und mit dem Ding werden wir uns halt ein bisschen bespaßen in dieser Folge. Theoretisch könnte ich ja hier vorne gleich den ersten Unfall bearbeiten. Aber das machen wir, würde ich sagen, erst nach dem Intro. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Cop da vorne vorhat, aber ich glaube, na, der hat keine Waffe, oder? Jetzt rennt er noch vor die... Was macht denn die denn da? Der scheint mir ein bisschen... Den sollen wir gleich mal anhalten hier. What the fuck? Was denn jetzt? Warum haben wir denn hier so... Warum ist denn hier mitten... Was zur Hölle, Alter? Okay. I don't get it, Leute. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Auf jeden Fall haben wir eine Verfolgungsjagd. Hinter mir sind die Kollegen, so wie es aussieht. Okay, ich kann schießen. Wow! Alter, was für eine Karre! Was haben die denn für eine Karre, Alter? Wann habe ich das Ding denn installiert? Wir müssen uns gleich mal reinziehen, der sieht ja richtig nice aus. Ach, wisst ihr was? Ich habe ja bei der US-Version habe ich ja Ding, wie heißt denn dieses Pack nochmal installiert? Fällt mir gerade nicht auf. Wollte ich hier mal ein bisschen warten, oder? Nee, ich verfolge die mal weiter mit meinem Moped. Ah, jetzt fällt mir der Name selber nicht mehr ein von dem Pack, den ich installiert habe. Okay, da vorne sind die Kollegen, die sind stehen geblieben, Straßensperre wurde durchbrochen. Das heißt, ich habe jetzt hier noch einen zweiten Kollegen vor mir, auch mit dem Motorrad. Voll geil, dass wir jetzt so zwei Motorradcops hier sind. Wow, wow, wow. Voll geil, dass wir beide nichts peilen, aber ich bin schon wieder falsch gefahren. So, weiter geht's. Ego-Perspektive auf dem Motorrad ist auch mal was ganz was Neues. Vorsicht. Ich denke mal, da unten wir haben einen Helikopter vor Ort, seht ihr ja. Der scheint hier im Wasser zu sein. Fahren wir mal runter. Wo ist der? Ist weg. Ist der im Wasser verschwunden? Der ist doch gerade im Wasser abgesoffen, oder? Also zurzeit haben sie die mit dem Wasser irgendwie, kann das sein? Soll ich da mal reinspringen? Warum denn nicht? Nee, hier unter Wasser sehe ich gar nichts. Der ist einfach verschwunden, aber was liegt denn hier im Hafen rum, ey? Sehr ekelhaft. Super, das Fahrzeug ist weg und ich weiß nicht warum. Und der Ralf schwimmt im Wasser. Hurra. Good job, Ralf. War eine sehr komische Verfolgungsjagd. Zumindest hat es mich ein bisschen irritiert, was da los war. Wir können ja heute mit dem Motorrad mal ein bisschen Streife fahren. Ihr kennt ja vielleicht die Anzeige unten links. Da wird immer angezeigt, wenn... eins der Callout-Plugins, Events triggert. Wow, was habe ich jetzt schon wieder überfahren? Ach, fuck, was habe ich da jetzt überfahren? Das war doch nur ein Stein. Es war nur ein Stein. Und, die können wir mal kontrollieren heute. Sollte eigentlich klappen. Ey, steht mal nicht so ein Stress hier. Den Kopf. Schön mal Lärm machen hier neben den Jungs. Was ist das denn? Was ist denn ein Loot Conduct, Leute? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gesehen. Was ist das für ein... Was ist das denn? Leute, ich glaube, der... Schreibt mal bitte in die Kommentare, was eine Loot Conduct ist. Ich glaube hier, Pursuit to Torture the Suspect. Sag mal, pisst der dahin oder so? Soll das Pissen sein? Fuck off, just leave me alone. Der Typ pisst da wird, das soll... Oh, der pisst nicht. Sonst wäre das ja echt ekelhaft. So, reden wir mal mit dem. Fuck off, leave me alone.
Nicht den Fest wegen Urinieren in der Öffentlichkeit. Das, der macht aber nichts. Was ist? Kannst du mal aufhören, so zu tun, so als würden sie pissen? So, jetzt kriegst du noch... Warte mal beim Stehen. So, kriegst du eine Verwarnung. Kannst du nicht einfach in der Öffentlichkeit pissen. Okay. Okay. Ich glaube, der hat nur so getan, als würde er urinieren. Deswegen habe ich den nur verwarnt. So, ich nochmal kurz überfahren, damit auch weiß, wer der Boss ist. Don't fuck with the cops, Mann. Troll uns nicht, du Penner. Jetzt wirst du von hinten überfahren mit dem Motorrad. Hallo, Lady. Hi, alles gut bei dir? Guck mal, was für ein schönes, dickes, großes, schlankes Motorrad. Ja. Ja. Blablabla. Was? Terrorist Attack in Rancho? Direkt hinter mir? Fuck! Weg, 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 Alter. Armed with explosives? No fucking way, man. In Rancho haben wir hier einen Typen, der mit Explosiv... ja, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Guck mal, wo er ist. Mal gucken, wo er ist. Vielleicht finde ich den... Oh, okay, der rennt da rum, der rennt da rum. Okay, wir haben... Oh, shit. Panic Button. Nein, der Panic Button hat mein Game gecrashed. Nein. Please don't. Please don't. Ich wollte gerade den Panic Button benutzen und dann crasht mein Game, ey. Die mache ich aber selber fertig. Komm, scheiß auf die Terroristen, Mann. Könnt ihr gar nichts, könnt ihr. Fuck you, Alter, ihr Terroristen-Spacken, ey. Oh shit, der lebt da noch. Alter, wie viele da noch sind. Und LSPDFA ist abgestürzt, das heißt, ich kann nur nicht mal Unterstützung rufen. Okay, wir haben schon einen Kopf da, sehr gut, der gehört zwar nicht zu mir, aber... Kommt schon, Cops, tut was, tut was. Ich glaube, der Panic-Button doch funktioniert. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, Leute, töten, bringt sie um, die scheiß Terroristen. Fuck you, Alter. Ja, ja, guck mal, ich lade nach und du triffst nichts, weil du ein Wichser bist, du blöder scheiß Terroristen-Penner, Alter. Rage Mode activated. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da auf der Straße hängt einer rum, der klippt den Boden rum. Komm, töten, töten, töten. Komm, der hau ich so auf die Fresse, der hau ich so auf die Fresse. Ich will die so verprügeln, scheiß Terroristen-Kuh, Alter. Verpiss dich aus unserer Stadt, Mann, ey. Kurzen Prozess haben wir gemacht mit den Cops, Mann. Bin ja gar nicht aggro geworden oder so. Ah! Weitere Schüsse. Jungs, wo sind sie? Komm schon, wo ist der? Ist da noch einer? Alles gut, alles gut. So, ich habe mal LSPDFA nochmal neu geladen. Ich komme jetzt erstmal hier ein bisschen auf. EMS gerufen. Nein, 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 das macht der Penner da. Wo ist eigentlich mein Motorrad? Wo habe ich das denn abgestellt? Corona Service kommt für die Leichen. EMS habe ich gerufen. Vorsicht bitte. Hier drüben brauchen wir auch noch einen Corona Service. Da hat mein Motorrad statt da hinten. Ja genau, da steht es auch noch super. Ich habe übrigens ein Plugin am Laufen, das die Fahrzeuge nicht despawnen lässt, was ich sehr cool finde. Das heißt, die bleiben wirklich immer da stehen, wo ich sie abgestellt habe. Das Problem gibt es ja oft bei LSPDFA und allgemeinen GTA, wenn du ein Fahrzeug stehen lässt, dass es einfach verschwindet. Wow, was wird jetzt ein gestohlenes... Wo ist es? Mir wurde gerade ein Polizeiauto gestohlen, nicht wirklich direkt vor meiner Nase, oder? Kann es sein, dass die gerade hier... Hier ist es. Hier ist es. Direkt hier. Kann es sein, dass die es wirklich hier gerade geklaut haben? Okay, aber wir müssen zwei Local Patrouillons dazu. Ah, da vorne sind schon einige Cops. Ich glaube, es ist keine gute Idee für den, hier abzuhauen. Kommt schon, Jungs. Hier sind so viele Cops. Genau, Mann. Guck mal. Oh, guck mal, was hat er gemacht? Eine Frau hier. Was ist denn hier passiert? Habt ihr es gesehen? What the fuck? Okay, wir haben eine sehr interessante Verfolgungsjagd, weil jetzt einige Cops hier sind. Wow, oh fuck. Oh, sorry, sorry. Jetzt habe ich wieder Tür gemacht. Sorry, Tür. Sorry. I'm so sorry. Welcher ist denn jetzt überhaupt... Welcher ist denn derjenige, den wir jagen? Dieser hier, oder? Stopp.
Komm, hol den jetzt mal raus. Du hast doch schon einen Gunpoint. Du bist doch schon hier an Gunpoint. Hol den doch raus. Wenn jetzt durch aussteigt, geht er wieder weg. Ach, komm schon, ey. What the fuck, Alter? Was ist das? Hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf, Alter. Wie gehst du denn ab hier? No, no, no. Warum fährst du gegen den Zug, Mann? What the fuck? Warum fällt ich denn um hier? Oh, no, no, no. No, 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 no. Nix gut. Oh, hat Kollegen, Alter. No, no, no. Nix gut, ey. Nix gut. Wir schießen mal auf die Cops hier. Ich weiß nicht, welcher es ist, deswegen sorry, aber ich bin schon ein bisschen älter. Ah, ich glaube, der ist es. Naja, dafür, dass ich am Anfang ein bisschen wild durch die Gegend geschossen habe, habe ich den jetzt ja ganz cool erledigt, würde ich sagen. Und da hinten gibt es schon wieder eine Schießerei. Was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Okay, das Auto lassen wir mal abschleppen. Genau, ich überprüfe mal kurz den Kofferraum, ob da irgendwas Illegales drin ist. Ah ja, im Übrigen. Haben es gefunden, you retrieved the weapon, armor and medkit from the trunk. Ah, das ist natürlich super. Warum habe ich denn das jetzt mitgenommen? Was ist denn da los da drüben? Nein, ich will keine K9-Unit, Alter. Citizens report, backup required in, the Maze Bank Arena. Was in der Maze Bank Arena? Ein Dead Body haben wir. Warum haben wir jetzt warum liegt jetzt hier irgendwo eine Leiche rum? Alter, was ist denn los heute in der Stadt? Ja, ich kann die aber die jetzt nicht hier so liegen lassen. Ah, Corona-Service kann schon Abschnittbank, doch, doch. Heute ist hier ganz schön was los, ey. Hier liegt eine tote Person rum, oder was? Hier sieht immer ziemlich lebendig aus. Wo ist dann eine Dead Person? Da vorne, einfach hier auf dem Parkplatz. Are you kidding me, Alter? Really? Nicht dein Ernst, oder? Attention all units. Medical aid requested in the Maze Bank Stadium. Units reporting an injured civilian and ambulance requested from Finnish Hospital. Respond code 3. Ambulance is responding code 3. So, Ambulance kommt her. Habe ich gerufen über Better EMS. Will ich wieder öfters benutzen, Better EMS, weil es wirklich ein sehr cooles Plugin ist. Und die auch auf die Situation reagieren, die vor Ort sind. Warum jetzt hier eine Leiche liegt, weiß ich nicht. Ich sehe leider... Ja, Zeugen befragen kann man nicht. Und ganz... Oh, wie sieht die denn? Guck mal, schwitzt die so, Alter? Oder wie ekelhaft ist das denn, ey? Hat die echt so einen Schwitzschatten und... Oh gut, der... Ja, gut. Ja, die ist halt einfach nur fett. Also, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen dicke Leute oder so. Die ist halt wirklich fett, ne? So, EMS. Ich kann ja mal theoretisch nochmal kurz runterschauen, weil das war direkt hier vor der Tür eigentlich. Ob der andere Unfall schon geklärt wurde. Was kommt denn da jetzt rein, Alter? Warum fährt denn hier ein Truck hoch? Ist denn... Ah, guck mal, der... Ach, guck mal, hier. Kann es sein, dass der da jetzt hinspaziert, der Doktor? Also langsam. Also ich glaube, das ist der von dem Unfall. Ne, hier haben sie schon geklärt. Wunderbar. So, der EMS kommt da vorne. Wunderbar, jetzt fährt er rein. Oh geil, habt ihr die Animation gesehen? Super, nice mal wieder. Ah, wir sind, wir chillen, Mann. Alles gut. Mach deinen Job, Kollege. Mach, was du machen musst. Das kriegen wir schon hin auf jeden Fall. Ich warte. Oh, da kommt er da angefahren. Stell mal mit Torwart dahin, dass hier nichts passiert. Nicht, dass wir noch irgendwelche Schwierigkeiten kriegen. Okay, er ist hart am Wiederbeleben, Leute. Aber sieht aber gut aus. Der macht einen guten Job. Der kennt sich aus. Sein Kollege chillt da hinten wieder im Wagen. Wie immer. Und steht da auf. Jo, wir kriegen ihn wieder hoch. Sehr nice. Finde ich witzig, dass sie gesagt haben, Dead Person. Wir haben ihn einfach wiederbelebt. Arschsprung können wir wegmachen. Wow, guck mal, auf einmal steht da wieder eins. Und wird vom Paramedic mitgenommen. Jo, ich würde sagen, das war eigentlich gar nicht so verkehrt heute. Die Einsätze mit dem Motorrad haben mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr sagt, hey Ralf, fahr mal wieder auf das Motorrad. Mache ich gerne.
Und die Action mit den Terroristen war ja krass. Guck mal, hier ist der Typ vom Corona-Service. Der läuft ja noch spazieren. Hat wohl einen freien Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mal Kommentare da lasst zu dieser Folge, was euch am besten gefallen hat und was ihr gerne mehr sehen wolltet. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Peace out. We'll be right back.